Okay, im Kurs in Wundern, in der Geistesschulung, studieren wir das, was uns ja von einem guten Leben trennt, so könnte man es sagen. Was uns vom Frieden, von der Liebe, von der Glückseligkeit, die wir alle suchen, ja, was uns davon eigentlich trennt. Wir studieren das Hindernis und es macht Sinn. Denn es nützt uns nichts, von irgendwelchen himmlischen Höhen zu reden und irgendwelchen Idealzuständen, die wir gar nicht kennen oder zu denen wir noch gar keine Verbindung haben. Und insofern wird immer wieder das sogenannte Hindernis, das Ego, die Idee der Trennung, ständig ins Blickfeld genommen. Ja? Also, was erzeugt eine Spannung, einen Schmerz und all diese Gefühle von Angst, Trauer, Wut, Verzweiflung, ja, was passiert da in uns, was erzeugt das, wie kommt es dazu? Die Uridee ist nur eine, wo alles beginnt. Und das ist zunächst mal ein sehr abstrakter Prozess, ja, wenn man da hinschaut, die Idee der Trennung, Spaltung. Wir fühlen uns getrennt vom Höchsten, von der Liebe Gottes, ja, wenn wir so wollen, wenn wir mal so religiös, christlich sprechen wollen. Und diese Trennung verursacht in uns ein Gefühl von Angst, von Schuld. Es geht eigentlich um Schuld, was nicht gerne gehört wird. Aber das Schuldgefühl als solches führt zur Angst vor Strafe. Und es ist diese Angst, diese Verzweiflung in uns, die uns alle umtreibt hier in dieser Welt, die uns nach Ersatz suchen lässt, nach einem guten Gefühl, nach Erfüllung in den Objekten der Welt, im Beruf, in Partnerschaft, in der romantischen Liebe, in den Dingen der Welt, die wir sammeln, der Sammeltrieb, die Sammelleidenschaft, all das, ja, sind Versuche, Frieden zu finden, aus dieser neurotischen, verrückten Spannung herauszukommen. Und ein Kurs im Wundern untersucht genau das. Was passiert da in uns? Warum sind wir so seltsam hier in dieser Welt unterwegs, fast wie verzweifelt, verrückt, ja? Und hungrig, Hunger ist sicherlich ein großes Kriterium, das uns ständig umtreibt, dieser Hunger, und immer aufbrechen lässt, den Goldgräberstimmung, ja, nach neuen Horizonten uns streben lässt und wir neue Welten und Dinge erobern wollen. Das ist ja ganz seltsam, was da in uns ist. Ja, ob wir jetzt von der Besiedlung Nordamerikas im großen Stil sprechen oder vom einzelnen Menschen, der sich ein neues Hobby zu eigen macht, einen neuen Beruf erlernt und Reisen unternimmt. Allein auch das Reisen, ja, kann man auch untersuchen, nicht? Dass Menschen einen Hunger nach neuen Landschaften haben, nach neuen Reizen ständig. Wir gehen also immer in unserer Bewegung nach außen. Wir suchen außen etwas und das wollen wir nach innen nehmen. Es soll uns Frieden schenken, es soll uns Erfüllung schenken. Das ist immer wieder der Punkt. Und da können wir so viel reisen, wie wir wollen. Nichts gegens Reisen. Wir dürfen natürlich reisen und wir müssen hier auch ganz normal leben. Aber der Kurs möchte, dass wir wissen, was wir tun. Dass wir wissen, was da im Einzelnen abläuft. Und dass wir dann zu einem sinnvollen Leben finden können, trotz dieser, ja, Frustrationen und beziehungsweise trotz dieser Ängste, die in uns aufsteigen, trotz dieses Hungers. Dass wir diesen Hunger also überwinden können, indem wir erkennen, das Eigentliche, was ich suche, ist eigentlich im Innern. Es ist in mir. Und ich kann so viel reisen und Kuchen essen und Dinge in mich hineinstopfen, wie ich will. Das wird mir letztlich nichts nützen. Das ist eine endlose Suche. Nach dem Motto, das Glück ist immer da, wo ich nicht bin. Ja? Ich muss immer weitergehen und hinter dem Horizont, da liegt es dann wieder. Und das ist eigentlich ein furchtbares Drama, was da in den modernen Menschen und nicht nur dort, auch schon früher in den Menschen ablief. Ob das nun Goethe ist, der nach Italien reist, ja, und vom Land, wo die Zitronen blühen, träumt und Idealbilder, romantische Bilder pflegt, nicht? Eine Sehnsucht, die sich da kundtut. Oder ob wir vielleicht auch zum Mond fliegen, ja, in der modernsten Technik uns ausleben. All das wird uns nichts nützen. Es sind alles Bewegungen nach außen und nicht nach innen. Den Kurs interessiert die Ursachenebene. Und die eigentliche Ursachenebene ist immer im Geist, ist in uns. Und liegt nicht in der Welt. Nicht, weil die Welt so oder so ist, geht es uns schlecht, sondern weil wir schon vorher einen Konflikt in uns tragen, projizieren wir diesen Konflikt auf die Welt und erleben dort dann Phänomene, die uns belasten auch,
uns Angst, die in uns Angst erzeugen und uns unruhig werden lassen und verzweifeln lassen. Also es geht immer von innen nach außen. Und wir versuchen von außen etwas nach innen zu holen, um Frieden zu finden. Und das kann so nicht funktionieren. Das ist eine endlose Geschichte. Und wenn man das mal erkannt hat, dann weiß man, man kann ja normal leben, aber weniger ist mehr. Dann schaut man mehr auf Qualität. Dann versucht man zu entschleunigen. Diese schnelle Taktung, die das Ego ja vorgibt, die es ja will, es will uns in Spannung halten. Es will, dass wir möglichst schnell rennen und noch immer schneller rennen und noch immer mehr dabei einpacken und noch immer mehr konsumieren. Und all das macht eigentlich alles keinen Sinn. Wir gehen am Wesentlichen vorbei, je schneller und unruhiger und spannungsvoller die ganze Geschichte wird. Je mehr Drama, umso geistloser wird es eigentlich. Das ist für mich eine wichtige Einsicht heute. Und deswegen suche ich hier auch in der Toskana eben eine Landschaft, die ruhig ist, die einen zentriert, die einen in die Stille finden lässt, so, und dass man mal ankommt bei sich. Das Ruhebedürfnis in den Teilnehmern ist immer sehr groß. Gar nicht so viel umherfahren. Wir bleiben hier möglichst am Ort, ja. Man darf schon mal irgendwo hingehen, das ist alles nicht das Problem. Aber wie wir das dann tun, in welchem Rhythmus, mit welcher Kraft, mit welcher Energie, ja, wes Geisteskind wir sind sozusagen bei dem, was wir tun, das ist für mich wichtig, das zu erkennen und bewusst zu erleben. Ja. Also das Hindernis, das uns vom Frieden, von der Liebe, vom Höchsten, von der Quelle, von Gott trennt, dieses Hindernis, das wird im Kurs studiert, auf diesen über 1200 Seiten. Ja. Und das wird immer wieder vertieft und bis wir es kapieren, bis wir es erkennen, bis wir es erleben, bis wir es bewusst durchschauen. Denn das Rumpelstilzchen, das ich nicht erkannt habe, das beherrscht mich. Nicht? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und wenn ich nicht weiß, welche Kräfte mich treiben und was mich da in Unruhe versetzt, dann kann ich auch nicht zur Lösung finden und zu einem Heilungsprozess. Das ist schwierig. Wir sind erkenntnisbegabte Wesen und es geht um Einsichten, es geht um einen Erkenntnisprozess, der aber auch gefühlt werden muss, der auch erlebt werden muss und wo wir dann innerlich plötzlich merken, jetzt komme ich auf eine andere Ebene, jetzt wird es ruhig, jetzt wird es still, jetzt werde ich klar, bin ich klar und es ist eigentlich alles sehr gut, es fehlt nichts, ich muss nicht noch tausend Dinge reinstopfen in mich, in meinen Geist. Ich habe eigentlich das Entscheidende schon alles in mir. Dahin zu finden, das ist für mich Kerngeschichte im Kurs in Wundern. Dass dieser Prozess läuft, dass wir die innere Kommunikation dann erleben mit der geistigen Welt. Dass wir erspüren, da ist eine freundliche geistige Welt, die mich liebt, ja? Und die will, dass ich aufwache und diese ganzen Spiele hier, dieses Maya-Spiel durchschaue. Diese Täuschungen, diese Frustrationen, diesen Schmerz, dass ich diesen Schleier beiseite ziehe und dann erkenne, worum es eigentlich geht und dass das schon in mir liegt. Es ist ein geistiger Prozess, um den geht es. Der hat mit dem Intellekt so nicht so viel zu tun primär. Es ist nachher ein Prozess jenseits auch des Denkens. Es geht eigentlich in Richtung Mystik. Es ist eine mystische Erfahrung, zu der uns der Kurs führen will. Die geistige Kommunikation mit dem Höchsten in uns ist ein mystischer Prozess. Und dazu werden wir eingeladen. Die Möglichkeit besteht auch heute. Das ist uns alles eigentlich zugänglich und offen, wenn wir es wählen. Es geht darum, es zu wählen und wirklich zu wollen. Deswegen kommen Menschen hierher, kommen hier zusammen, zum Beispiel in dieser schönen Landschaft Toskana, sind 6 Tage mal ganz intensiv beieinander und schauen, was geht da. Alte Geschichten anschauen, Blockaden, die wir fassen können, anschauen und dann am Ende loslassen über den inneren Heilungsprozess der Vergebung. Das ist sehr hilfreich, sehr, sehr stark, sie geht sehr tief und das berührt so die tiefsten Schichten in uns. Und das ist dann authentisch. Da passiert dann wirklich etwas. Insofern macht dieses Geistesschulung-Erfahren auch Freude. Es soll Freude machen. Unsere Neugierde im guten Sinne, ja, im Entdeckersinne, soll ja auch angesprochen werden. Denn dann kann man lernen.
Und dann lernt man miteinander, ja, so einen Weg zu gehen und merkt auch, dass der andere ja ein Stück Spiegel ist. Und diese Spiegelung und diese Selbsterfahrung durch den anderen in dieser Gruppe erst richtig möglich wird. Das ist etwas sehr Schönes. Also ich arbeite sehr gern mit Gruppen. Für mich ist das ein großes Glück, dass ich das so machen kann und darf, so mit in kleinen Gruppen 10, 20, 24 Personen, aber maximal. Da hört es dann auf, denn ich möchte mich auch um jeden Einzelnen gut kümmern können. Und das funktioniert so recht gut, ja. Das kann man gut durchziehen. Und dann haben wir noch die Kombination mit Yoga dabei eben. Es darf auch der Körper, die Körperebene genutzt werden zur Zentrierung. Wir sind körperliche Wesen, wir denken und fühlen in Körpern, wie uns der Kurs das sehr schön sagt. Und das ist alles hilfreich, ja, alle Hilfsregister ziehen sozusagen, damit wir unsere innere Aufgabe, das Rätsel, die Kernfrage, wer bin ich, wer oder was bin ich wirklich, dass diese Frage langsam Schritt um Schritt tiefer und tiefer beantwortet wird durch eine innere Erfahrung. Das ist für mich Geistesschulung, dass wir tiefer und tiefer, ja, in den Geist vordringen, in unser Innerstes und die Frage, wer bin ich eigentlich, wer oder was bin ich in Wahrheit, dass diese Frage durch eine innere Erfahrung beantwortet wird. Das ist nichts Intellektuelles, das ist etwas, was wir erleben können in der Stille, in der inneren geistigen Kommunikation mit dem Höchsten, mit der Quelle, mit Gott, wenn wir so wollen. Wir sind Kinder Gottes, ja? Und dass wir diese Sohnschaft, wie der Kurs das schön sagt, wirklich bewusst erleben und es klar wird, ja, ich bin so, ich bin richtig, so wie ich bin. Im höchsten Sinne ist alles schon in Ordnung. Und das, was mich zeitweise noch von dieser Wahrheit trennt, das kann überwunden werden, das kann angeschaut werden mit einer tiefen Liebe und Ruhe und Gelassenheit. Da muss ich nicht in Panik geraten, um Gottes Willen ein Hindernis. Nein, Hindernisse werden angeschaut mit Liebe und mit dem, was der Kurs Vergebung nennt. Dass wir uns selbst vergeben, unsere unglücklichen Entscheidungen, all diese unglücklichen Entscheidungen, die wir jemals getroffen haben. Letztlich im Kern die Trennung von der Quelle gewählt zu haben, dass diese Entscheidung aufgehoben wird, gelöscht wird und sich auflösen darf in unserem Geist und wir zurückkehren in den Frieden des Höchsten. Das ist für mich Geistesschulung. Und da bin ich gern dabei und das ist auch mein persönlicher Prozess mit den Menschen, die ich begleite. Ich gehe genauso auf diesem Weg wie alle anderen auch, ja, ganz klar. Wir sind da alle gleichgestellt in gewisser Weise. Danke.